Aufstellung einmal an. Salmutter und Säumel beide dabei. Wie wichtig sind diese beiden für die Mannschaft? Sind sie wirkliche Leistungsträger schon, Leithammel in der Mannschaft? Also Jürgen Säumel hat sich etabliert. Also man hat das gesehen, er war die ersten zwei Spiele nicht dabei aufgrund einer Verletzung, kurz vor Beginn der Saison. Ist in Kärnten dazugekommen. Da war ein bisschen mehr Ruhe im Spiel. Und der Salmutter ist in der Pause gekommen und wir haben ihn schon lange nicht mehr so aktiv gesehen. Er war wirklich in diesem Spiel der entscheidende Faktor, dass er das Spiel gedreht hat. Jetzt haben sie einmal die Idealformation wieder zur Verfügung. Das ist sicher sehr erfreulich für die Franco Foda. Erfreulich auch aus der Sicht von Franco Foda, dass Rapid momentan so eine Art Lieblingsgegner ist. Wie ist denn das zu erklären, diese Statistiken? Gibt es sowas, wo man dann wirklich als Spieler weiß, wenn ich gegen die Mannschaft spiele, da geht es einfach gut? Also daran wird sich der Franco Foda nicht festhalten, dass er meint, es wird ein leichtes Spiel. Die Partien hier waren auch zuletzt immer sehr knapp. Es war immer ein 1-0. Also auf diese Statistik würde ich mich nicht verlassen. Auf der anderen Seite würde ich auch meinen, dass der Peter Bakelt hier auch nicht in Ehrfurcht erstarren wird, weil er hier zweimal oder dreimal nicht gewonnen hat. Seine Mannschaft hat gut gespielt bis jetzt im Frühjahr und das werden sie auch versuchen umzusetzen. Machen wir auch noch einen Blick auf die Aufstellung von Rapid. Da gibt es schon einige Änderungen. Krankheitsbedingt fehlen Hoffer und Heikkinen. Hoffer Fieber, Heikkinen hat eine Nasennebenhöhlenentzündung. Dafür im Sturm Korkmaz zum ersten Mal im Sturm statt Meierhofer. Was erwartet sich Peter Bakelt, glaubst du, von Korkmaz da vorne? Geschwindigkeit, Schnelligkeit, ganz einfach nicht das Spiel anzulegen, nur mit hohen Bällen zu agieren, sondern er wird versuchen, mit Boskovic im Zentrum, mit Kulowitz als defensive Verstärkung zu spielen, mit Schnelligkeit über Kablak zu kommen, Schnelligkeit über Korkmaz zu kommen. Das ist sicher eine Variante. Der Meierhofer ist immer dann noch zu bringen, wenn irgendwo man nicht mehr viel geht oder wenn man es mit der Brechstange versuchen sollte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass bei Rapid auch ein Mario Tokic fehlt. Aber der Hannes Eder hat sich gut in die Mannschaft integriert, hat ja auch letzte Woche gleich sein erstes Tor geschossen. Also einige Punkte, wo bei Rapid nicht in der Allformation da ist, trotzdem ist der Kader gut genug, um hier bestehen zu können. Peter, danke für diese erste Expertise. Bitte. Die Stimmung hier sehr gut, das Wetter auch ausgezeichnet. Freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Bundesliga Sturm Graz gegen Rapid. In Kürze geht's los, aber vorerst wieder einmal zurück nach Wien zu Bernhard Stöhr. 11 gegen Rapid ohne drei Stammspieler. Franco Foda, wie sehr lassen Sie sich heute in die Favoritenrolle drängen? Überhaupt nicht, weil es ist ein ganz normales Spiel. Rapid hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, das wissen wir. Obwohl sie zwei Ausfälle haben, haben sie trotzdem noch eine sehr starke Mannschaft. Aber wir sind auch sehr gut. Wir, gerade zu Hause, können wir gegen jede Mannschaft bestehen. Und wir wollen natürlich probieren, drei Punkte zu holen. Aber es wird nicht einfach werden. Aber die Mannschaft ist gut drauf, hat in Kärnten gut gespielt. Und deshalb hoffe ich, dass wir die drei Punkte in Graz lassen können. Sturm Graz, Peter Bakelt hat die meisten Treffer in dieser Saison erzielt. Rapid hat noch keinen Punkt gegen die Grazer einfahren können. Sehen wir heute ein offensives oder ein defensives Rapid? Zwar ohne Heikkinen, dafür mit Hofmann. Das wird das Spiel zeigen. Man weiß ja, dass Sturm es liebt, aus der kontrollierten Defensive zu markieren, dass sie relativ tief stehen, auch im eigenen Stadion, und da über ihre Kontertaktik und Konterhaltung sehr, sehr schnell nach vorne kommen. Sie lieben es, die Räume, dass die Räume nach hinten haben, und da müssen wir halt dementsprechend aufpassen. Aber ich denke, wenn man unsere Aufstellung sieht, wie offensiv dass wir ausgerichtet sind, hoffe ich, dass wir doch ein interessantes Spiel sehen werden. Zum Beispiel mit Ümit Korkmaz, der spielt heute hängende Rapidspitze. Erstens, Peter Bakelt, wie sehr hat er sich wieder erfangen nach einem kleinen, zumindest Plateau? Zweitens, was trauen Sie ihm auf seiner Position heute zu, obwohl er drittens gegen Sturm noch keinen Punkt gemacht hat? Es ist doch ganz normal, dass ein junger Spieler, der was vor zwei Jahren noch gespielt hat, irgendwo im Käfig bei uns in Wien, dass der diese Leistung irgendwann einmal, dass da ein Leistungsopfer gibt. Es ist sehr, sehr viel auf den Spieler hereingebrochen. Das Stadion jubelt ihm zu, wenn er die Linie runtergeht. 15.000 Zuschauer schreien Ümit. Das muss ja so ein Spieler erst einmal verkraften. Medienrumme, er wird bekannt und. Das ist doch ganz normal, dass so ein Spieler dann ein bisschen einmal einen Schritt zurück macht. Ich denke, wenn ich Klaus Salmutter hernehme oder Jürgen Säumel, die war schon so sehr lang bei Sturm Graz in der ersten Mannschaft, die haben das auch schon durcherlebt. Das ist ein normaler Werdegang. Und er muss sich halt natürlich dann da selber ausarbeiten, muss wieder ruhiger werden und das Ganze mitverarbeiten. Sturm gegen Rapid klingt nach ihrer Tradition. Stimmung werden wir haben Ende nie einfach, Franco Foda, nur Vorfreude auf diese Partie.
Ja, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Was gibt es Schöneres, als vom vollen Stadion gegen Rapid Wien zu spielen? Ich hoffe, wie gesagt, dass es ein gutes Spiel wird, dass wir auch an die Leistung zu Hause gegen Linz anknüpfen können, nur mit einem anderen Ergebnis. Ja, das Gespräch vor etwa einer Viertelstunde aufgezeichnet, mittlerweile das Stadion voll und die Stimmung bestens. Heribert zum Abschluss, Sturm also mit der Wunschelf in stärkster Formation. Bei Rapid fehlen mindestens drei von Backholz Wunschelf. Ist deshalb Sturm für Sie heute auch Favorit hier in Graz? Der Sturm hat sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen durch den 2:0-Sieg in Kärnten. Erstmals in Doppelbesetzung heute im Frühjahr mit Säumel und Salmutter. Vielleicht leichter Favorit, aber die Spieler, die heute anstelle der Stammspieler bei Rapid spielen werden, die wollen zeigen, dass sie in die Stammelf gehören. Also sehr spannendes Spiel, wir werden sehen, wie es ausgeht. Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Sturm gegen Rapid, der große Schlager des Fußballwochenendes. Und hoffentlich geht es in den kommenden 90 Minuten wirklich nur um Fußball. Beide Mannschaften sind in der Vorwoche benachteiligt worden von den Schiedsrichtern. Sturm hier in Graz bei der 1:2 Heimniederlage gegen den LASK. Rapid auswärts beim 1:2 in Alt. Aber während Rapid also eine zweite Chance bekommt, bekommt Sturm keine zweite Chance. Recht ist nicht immer Gerechtigkeit, auch nicht im Fußball. Und Sturm steht heute etwas mehr unter Druck als Rapid, denn nach Minuspunkten betrachtet ist Sturm ja schon 5 Punkte in der Tabelle hinter Rapid. Franco Foda bietet also erstmals im Frühjahr seine Wunschelf auf. Mit Lamotte, Brödel, Schaschaschwili und Brettenthaler in der Verteidigung. Das Mittelfeld erstmals Säumel, Salmutter gemeinsam vorne Mario Haas. Dahinter Samir Muratovic. Ja, Klaus Salmutter erstmals im Jahr 2008 vom Anpfiff weg dabei im Mittelfeld. Am Dienstag ist er ja in Kärnten zur Pause eingewechselt worden, aber nur nach 18 Minuten musste er schon wieder raus nach einem schweren Foul von Wolfgang Bubenik. Der Schiedsrichter der Begegnung, Gerald Lehner aus Oberösterreich und Steffen Hofmann, der Rapid-Kapitän, spielt trotz einer leichten Oberschenkelverletzung. Peter Backholz hat also eine offensive Rapid-Aufstellung angekündigt. Nach wie vor nicht dabei. Auf Wochen hinaus Abwehrchef Mario Tokic wird wie beim 4:0-Sieg gegen Ried am Mittwoch von Hannes Eder ersetzt. Markus Katzer kehrt nach Gelbsperre zurück. Für ihn muss Christian Thonhofer weichen. Stefan Kulowitz ersetzt in seinem 100. Bundesligaspiel den erkrankten Markus Heikkinen im zentralen Mittelfeld. Ebenfalls wegen einer fiebrigen Erkältung nicht dabei bei Rapid, also Erwin Hoffer, Ümit Korkmaz deshalb offensiv vorne im Sturm. Er rückt also nach vor, Veli Kavlak spielt links im Mittelfeld und Mario Basiner, der darf heute wieder von Anfang an spielen. Stefan Meyerhofer sitzt nur auf der Bank und im Mittelpunkt heute natürlich auch Helge Peyer, der Rapid-Goalie. Traumhafte Bedingungen, nichts zu sehen von Emma, aber volles Haus in der UPC Arena. Mario Haas hat zu Hause noch nicht getroffen. Schaschaschwili zuletzt mit einem Fehler, den Meyerleb ausgenutzt aus dem Heimspiel, und Stefan Kulowitz also im zentralen Mittelfeld. Wenn er wechselt, dann geht er nur ins Ausland. Gerald Lehner weiß erst seit ein paar Tagen, dass er diese Partie pfeifen wird. Konrad Plautz war eigentlich vorgesehen, aber der pfeift am Dienstag den Champions League-Schlager. Milan gegen Arsenal und der erste Angriff des SK Sturm. Erste kritische Situation im Strafraum. Mario Haas wäre da beinahe zum Abschluss gekommen. Querschläger von Dober, dann Kinzel und Mario Haas. Hannes Eder war bei ihm. Und dieses Duell werden wir einige Male noch sehen am heutigen Nachmittag. Basiner gegen Brödel. Wie mit Korkmaz. In der Anfangsphase doch jetzt auf der linken Seite. Hofmann, etwas zu ungenau, der Pass auf Mario Basiner. Steffen Hofmann, einen Bluterguss im Oberschenkel hat er sich zugezogen. Am vergangenen Mittwoch beim 4:0-Heimsieg gegen Ried im Hanapi-Stadion.
Viele haben befürchtet, dass der Kapitän heute nicht spielen kann, aber er beißt die Zähne zusammen. Abseitsstellung von Mario Baseneuspiel, deshalb unterbrochen. Also auch wenn Peter Bakult da eine sehr offensive Rapid-Mannschaft angekündigt hat, in Wahrheit gibt es nur eine echte Sturmspitze und die heißt Mario Basina. Dahinter im Moment Kavlak auf der rechten Seite, Mittelfeld Korkmaz links und Hofmann zentral. Boskovic, genauso wie Kulowitz, eher defensiv ausgerichtet. Erstmals Klaus Salmutter vorbei an Kulowitz. Der herrliche Pass auf Mario Kinzel und Abseitsstellung von Thomas Kramer. Aber zum zweiten Mal Sturm ganz gefährlich im Rapid-Strafraum. Da kommt der Pass von Salmutter. Säumel dem Kopf noch am Ball und deshalb Abseitsstellung von Kramer. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichter-Trios. Muratovic, rechts geht Lamotte mit. Kramer. Katzer dazwischen, wieder Kramer. Dann die Attacke von Kulowitz an Muratovic. Die Proteste der Sturmspieler halten sich in Grenzen. Gerald Lehner ist gut gestanden und hat hier ganz deutlich gesehen, dass sich Sami Muratovic fallen lässt. Glück für den Sturmspieler, dass er hier nicht die gelbe Karte gezeigt bekommt für eine Schwalbe. Fall von Lamotte an Boskovic. Boskovic, nächstes Foul am Montenegriner, diesmal von Mario Kinzel. Schnell abgespielter Freistoß Hofmann, aber etwas zu schnell dieser Pass vom Rapid-Kapitän auch für seine Mitspieler. Viele Rapid-Fans heute auch in der UPC-Arena. Sie dürfen sich darüber freuen, dass Rapid jetzt wieder eine weiße Weste hat im Frühjahr. Denn durch das annullierte Spiel in Altach steht Rapid plötzlich wieder ohne Punktverlust da. Die bisherigen beiden Partien wurden gewonnen, sonst gab nur der LASK im neuen Jahr noch keinen Punkt ab. Nächster Freistoß diesmal für Sturm nach dem Foul von Jürgen Patuka an Samir Muratovic. Beim Ball Säumel, Muratovic und Mario Haas. Der nimmt den Anlauf, der schießt diesen Ball genau auf Helge Peyer. Brödel wieder gegen Basina. Basina in diesem Fall Zweikampfsieger. Boskovic setzt sich durch und Christian Grazer. Knapp 6 Minuten gespielt in Graz-Liebenau. Durchaus flotte, interessante Anfangsphase. Wieder Abseitsstellung, diesmal von Sani Muratovic. Das war der Schuss von Branko Boskovic, etwas zu zentral auf das Sturmtor.
Meseda auf Steffen Hofmann, aber Marc Brettenthaler dazwischen. Muratovic gegen Dober. Kulowitz kommt zu Hilfe und deshalb Rapid wieder im Ballbesitz. Blind nach vorne gespielt, dieser Ball von Hannes Eder. Brettenthaler auf Kramer. Beide Mannschaften versuchen in der Anfangsphase das Mittelfeld schnell mit hohen Bällen zu überbrücken. Kulowitz nimmt ihn einmal mehr den Ball weg. Aber da ist er schon wieder. Samir Muratovic im Zusammenspiel mit Jürgen Säumel. Klaus Salmuter, jetzt geht es ganz schnell. Aber wieder abseits, diesmal von Mario Haas. Aber da war er, der Versuch des schnellen Kombinationsspiels bei Sturm wieder. Die Entscheidung des Schiedsrichter-Trios richtig. Einstellung diesmal von Mario Basin. Peter Bakult mit seinen Assistenten, links Tormann-Trainer Peter Zajcek, rechts Zoki Barisic. Zunächst einmal darauf bedacht, nicht in die tiefstehende Sonne zu blicken. Dasselbe gilt natürlich auch für den Sturmtrainer, für Franco Foda. Platz für Steffen Hofmann. Rechts geht Veli Kavlak mit, bekommt den Ball. Wieder Hofmann, wieder Kavlak und guter Einsatz von Marc Brettenthaler. Aber Kavlak bleibt im Ballbesitz. Andi Dober mit dem Schuss, der sehr deutlich sein Ziel verfehlt. Muratovic vor Patoka und dann Eder gegen Haas. Wieder Muratovic Handspiel. Sofort geahndet von Schiedsrichter Lena. Ein durchaus flottes Spiel in der Anfangsphase, aber auch durch viele Fehlpässe gekennzeichnet diese Partie zwischen Sturm und Rapid. Wieder Muratovic auf Salmuter. Missverständnis mit Mario Haas. Und jetzt hat Eder gezögert, so kommt Haas an den Ball. Säumel setzt nach. Roskovic. Korkmaz vorbei an Lamotte.
das Foul von Boskovic an Thomas Kramer. Lässt den Ball vorbei und Mario Haas setzt nach. Und dann das Foul von Haas an Dober. Mario Haas ist da ausgerutscht und hat so auch Andi Dober aus der Bahn geworfen. Mario Kinzel sucht eine Abspielstation, findet keine. Deshalb ist Rapid wieder im Ballbesitz. Ich denke, da hätte man durchaus auch auf Foul von Stefan Kulowitz erkennen können. Schiedsrichter Lehner lässt aber weiterspielen. Relativ wenig Tempo jetzt im Spiel. Beide Mannschaften einmal darauf bedacht, die Ordnung zu halten und in der Defensive gut zu stehen. Eda gegen Haas. Muratovic. Wieder Haas. Dann spielt der Lamotte den Ball in den Rücken. Kinzel. Säumel. Und da ist der Ball schon wieder weg. Kontermöglichkeit für Rapid über Mario Basina. Auch Basina läuft lange, vielleicht etwas zu lange mit dem Ball. Zusammenspiel mit Korkmaz. Und dann setzt er sich durch. Mario Basina. Gute Aktion des Kroaten, der Schuss zu zentral, allerdings auf das Tor und deshalb Christian Grazai ohne Probleme. Ist er schneller am Ball als Sebastian Brödl und kommt dann zum Schuss. Mario Basina, der ja zuletzt zwar in Altach von Anfang an dabei war, aber nicht im Heimspiel am Mittwoch gegen Ried, da hieß das Rapid-Stürmer-Duo Jimmy Hoffer, der heute krankheitsbedingt nicht dabei ist, und Stefan Meyerhofer, der auf der Bank sitzt. Freistoß Jürgen Säumel. Batoka am Ball und deshalb gibt es jetzt den ersten Eckball in dieser Partie. Nach 15 Minuten für die Heimmannschaft, für den SK Sturm. Eckball, Jürgen Säumel, Brödl kommt an den Ball. Aber da war ein Foul dabei vom Sturminnenverteidiger. Hier gegen Jürgen Batoka und das hat Schiedsrichter Gerald Lehner geahndet. Sie haben den Stadionsprecher vielleicht gehört. Offizielle Zuschauerzahl 15.322. Das bedeutet, die UPC Arena in Graz ist ausverkauft.
gegen Säumel, die beiden Kapitäne in Klinsch. Kulowitz lässt sich da viel zu lange Zeit. Schwerer Fehler des Rapid-Mittelfeldspielers. Und dann bleibt aber Muratovic am Batoka hängen. Es bleibt dabei. Zerfahrenes Spiel mit sehr, sehr vielen Abspielfehlern. Wieder Kulowitz. Markus Kalzer. Korkmaz gegen Lamotte. Kein Foul des Sturmverteidigers. Kramer kommt zu Hilfe. Und trotzdem setzt sich mit Korkmaz durch. Dann wird da etwas geschoben vom deutschen Sturmverteidiger von Fabian Lamotte. Aber nach Meinung von Schiedsrichter Lehner kein Foul. Ich denke, das war ein Körpereinsatz, der durchaus noch im grünen Bereich war. Auch wenn es ein schwarz-weißer war. Kramer im Laufduell mit Katza. Haas wieder gegen Eda. Zweimal kommt nicht an den Ball. Auch Salmutter bringt die Kugel nicht unter Kontrolle. Deshalb Rapid wieder mit der Kontermöglichkeit. Aber das Umschalten bei Rapid von Defensive auf Offensive, das geht zu langsam. Säumel. Guter Einsatz von Katza, Korkmaz. Auf Umwegen kommt der Ball zu Basina. Wieder zu ungenau gespielt. Salmutter gewinnt den Zweikampf mit Hofmann und jetzt Samir Muratovic. Oh, Missverständnis mit Mario Haas. Muratovic hat geglaubt, Haas geht lang, Haas ist aber dann kurz gegangen und so konnte Hannes Eder eingreifen. Hier. Leichtes Missverständnis zwischen den beiden Sturmangreifern, aber nachdem Hannes Eder den Ball weggeschlagen hat, in Seiten aus, bleibt Sturm im Ballbesitz. Schaschwili auf Kramer, Katza per Kopf. Wieder ein Wurfsturm. Wieder Haas gegen Eder. Und hat Mario Haas den Ball nicht richtig getroffen. Noch fehlen die großen Tormöglichkeiten in dieser Partie. Nach wie vor zerfahrenes Spiel in der UPC Arena, aber hohe Intensität zwischen Sturm und Rapid und schon über 60 Zweikämpfe im Spiel. Helge Peyer hatte allerdings noch nicht viel zu tun. Auf Hofmann. Immer noch Steffen Hofmann. Behält die Übersicht. Kavlak. Etwas zu umständlich das Spiel der Rapidler. Wesentlich geradliniger, aber noch nicht erfolgreicher. Der SK Sturm. Lamotte auf Muratovic. Eder und Katzerkehr. Dann Batoka genau zum Gegner. Postwendend kommt der Ball zurück und da ist er schon wieder weg. Kein Foul am Kinzel, Ball gespielt von Steffen Hofmann und dann das Foul von Brödel an Basina. Harter Einstieg
des jungen Nationalspielers. Hier die Attacke von Sebastian Brödl an Mario Basina, da war der Ball längst weg. Aber durchaus ein cleveres Foul von Sebastian Brödl. Mit dieser Attacke hat er einen schnellen Rapid-Konter verhindert. Immer wieder diese Fehler im Aufbauspiel bei Rapid, vor allem auch von Jürgen Patoka. Mario Haas. Kein Schuss, kein Zuspiel, das war gar nichts. Steffen Hofmann hat Platz, wollte da offensichtlich aufs Sturmtor schießen, aber dieser Versuch ist fehlgeschlagen. Gut 17 Meter geht der Ball da am Tor der Mannschaft von Franco Foda vorbei. Aber Franco Foda, der Sturmcoach, der ja heute erstmals in diesem Jahr seine Wunschelf präsentieren kann, scheint mit dem Spiel seiner Mannschaft noch nicht zufrieden zu sein. Rettenthaler auf Muratovic. Dobauer gegen Salmutter. Wieder Fehler von Kulowitz. Salmutter. Kinzel. Kinzel, herrlicher Pass auf Krammer. Und dann Dobauer vor Haas. Der Schuss von Rettenthaler deutlich übers Rapid-Tor. Haben Sie gesehen, der Wind in Graz nimmt zu und da liegen einige Sachen herum im Strafraum der Rapidler. Schauen Sie, eine Plastikbahne von den Sturmfans. Aber davon könnten sich die Rapid-Spieler wohl nicht beeindruckt haben lassen. Emma scheint wieder Fahrt aufzunehmen, jetzt auch im Süden Österreichs. Zusammenspiel mit Basina. Wieder Hofmann, Brettenthaler serviert da, mustergültig Boskovic den Ball und dann wird der Schuss von Kavlak abgeblockt. Erste tolle Möglichkeit für Rapid in diesem Spiel in der 25. Minute. Und jetzt gibt es die erste Gelbe für Klaus Salmutter nach diesem Foul an Stefan Kulowitz. Rapid erstmals richtig gefährlich in dieser Partie. Und auch diese Entscheidung, hier gelb für Salmutter zu zeigen, geht in Ordnung. Freistoß für Rapid durch den Kapitän, durch Steffen Hofmann. Katzer kommt an den Ball. Und auch nicht ungefährlich, dieser Kopfball des aufgerückten Rapid-Verteidigers. Christian Grazia und seine Vorderleute, da hatten sie einiges Glück bei dieser Möglichkeit. Brettenthaler serviert der Boskovic den Ball, tolle Reaktion von Grazia. Und dann wieder Brettenthaler, der den Schuss von Veli Kavlak abblockt. Wieder gegen Basina. Korkmaz.
Hofmann. Spielt Korkmaz den Ball in den Rücken. Und jetzt häufen sich auch bei Sturm die Fehler im Spielaufbau. An Säumel hängen. Dann Muratovic auf Haas. Eder bei ihm. Der letzte Pass kommt bei Sturm einfach nicht an. Muratovic vorbei an Batoka. Dann fängt Katzer den Ball auf Kramer. Brödel auf Muratovic und Eder vor Haas. Stefan Kulowitz auf Steffen Hofmann. Basel, wieder Hofmann. Säumel spielt den Ball und es gibt Einwurf für Rapid, auch wenn der Sturmkapitän da angezeigt hatte, Hofmann sei zuletzt am Ball gewesen. Katzer, wieder Hofmann. Säumel etwas weit weg von ihm, deshalb geht Hofmann hinein in den Strafraum. Fällt zwar, aber das war natürlich kein Elfmeter, es gibt Abstoß vom Sturmtor. Noch einmal das Laufduell der beiden Kapitäne, Hofmann gegen Säumel. Auch diese Entscheidung mit Sicherheit richtig und noch einmal die beste Möglichkeit bisher in diesem Spiel. Grazai, toll hier gegen Boskovic und dann Gerd Brettenthaler. Nächste Abseitsposition, diesmal von Branko Boskovic, angezeigt von Assistent Dieter Muckenhammer. Und auch diese Entscheidung war richtig, also halbe Stunde vorbei, bisher die beiden Mannschaften noch nicht ganz in Hochform, sehr wohl aber das Schiedsrichter-Trio, angeführt von FIFA-Referee Gerhard Lehner. Halbe Stunde vorbei, Sturm etwas mehr im Ballbesitz. Die Grazer gewinnen deutlich mehr Zweikämpfe als Rapid, 55%, aber die beste Chance im Spiel, die hatten die Grün-Weißen. Franco Foda noch nicht wirklich geblendet von der Leistung seiner Mannschaft. Kablak im Laufduell mit Zalmutter. Zalmutter zuletzt am Ball gewesen, Einwurf Rapid.
Kabler Gambrettenthal. Weiterhin viele Zweikämpfe im Spiel, aber keineswegs unfair die heutige Partie. Erst 10 Fouls und das nach knapp 33 Minuten. Es gab erst eine gelbe Karte für Sturmspieler Klaus Salmutter. Brödel wieder im Duell mit Basina. Gut fair getrennt vom Ball. Salmutter dauert etwas zu lange, bis er den Ball heute unter Kontrolle bringt. Ja, Salmutter, die fehlende Spielpraxis noch etwas anzumerken. Von Djajashvili an Boskovic. Der Sturmpräsident Hans Rinner, vor ihm Bundesliga-Vorstand Georg Pangl. Die beiden Herren haben Zeit, um sich über viele Dinge zu unterhalten. Denn derzeit passiert auf dem Platz nicht allzu viel. Ein Fallspiel von Marc Brettenthaler an Branko Boskovic. Sturmtrainer Franco Foda kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, da haben beide gehalten. Matoba vertändelt da den Ball gegen Samir Muratovic. Muratovic und Haas allerdings gegen 5 Rapidler und noch dazu Mario Haas im Abseits, aber der hat eigentlich nicht ins Spiel eingegriffen. Der Pass von Muratovic ging in Richtung Haas, war aber eigentlich für Jürgen Säumel gedacht. Hier, Haas im Abseits, aber dann lässt er den Ball durch. Na, geht schon in Ordnung nach dieser Entscheidung. Säumel kam da von hinten. Haas hat, auch wenn er den Ball nicht berührt hat, ins Spiel eingegriffen. Mario Basina hat Platz, schießt. Und bereitet Christian Grazer einige Probleme. Nicht einfach zu halten, dieser Schuss des Sturmgoalies. Hier Basina erkämpft sich den Ball, hat Platz, zieht sofort ab. Und dann Christian Grazer. Mario Basina bisher der gefährlichste Rapidler, auf der anderen Seite dieser Schuss von Mario Haas. Schwieriges Spiel heute für Mario Haas, der hat erst 17 Ballkontakte in dieser Partie, weniger hat nur der Sturmgoalie Christian Grazer. Aber Haas hat 5 von 7 Sturmtorschüssen abgegeben. Gute Aktion von Marc Brettenthal, Jürgen Säumel, attackiert von Kulowitz. Foulspiel, Freistoß für Sturm im Mittelkreis.
Hofmann auf Boskovic. Kein Abseits, aber der Schuss von Boskovic dann deutlich am Sturmtor vorbei. Boskovic hat Platz, er gilt ja als ein Spieler, der in der Lage ist, exzellent zu schießen aus allen Lagen. Aber da hat er das Sturmtor von Christian Grazey nicht getroffen. Rapid macht genau das, was Sturm normalerweise immer tut, auch bei Heimspielen. Rapid steht tief, sehr defensiv. Ganz anders als von Peter Parkut angekündigt vor dem Spiel. Die taktische Aufstellung, die der Rapid-Trainer vor dem Spiel bekannt gegeben hat, hat auch mit der Formation, die wir hier sehen, relativ wenig zu tun. Immer noch Steffen Hofmann und Willi Kavlak. Viel Platz jetzt über rechts. Macht noch einmal den Haken und dann schießt er zu schwach aufs Sturmtor. Willi Kavlak, da wäre es besser gewesen, entweder sofort zu schießen oder den Ball flach scharf zur Mitte zu spielen. Mission Titel Nummer 32. Die nächste Chance ist die Wiener Mafia, also klare Botschaft. Der Sturmfans, was halten Sie von der Entscheidung des Senates 1, das Spiel Altach gegen Rapid neu auszutragen? Das Hofmann. Der Motte gegen Boskovic und dann der Pressball zwischen Boskovic und Brödel. Abgepfiffen die Aktion von Gio Zitalena. Hier Boskovic zieht ab. War ein Pressschlag, also ich habe da beim besten Willen keinen Foulvergehen des Rapid-Mittelfeldspielers erkennen können. Batoga geht da auf Nummer sicher, schießt den Ball auf die Tribüne. Mark Korkmaz versucht es da auf eigene Faust. Kinzel auf Breitenthaler. Rapid steht in der Defensive wirklich gut. Und so kann Sturm sein Kombinationsspiel nicht aufziehen. Foul von Breitenthaler an Dober. Hier kommt Breitenthaler von hinten. Und das war kein Foul
des Sturmverteidigers, dass sich Dober hier wehgetan hat, dass er behandelt werden muss, das verstehe ich schon, aber das war kein Fall von Brettenthaler, da ist Dober selbst hängen geblieben. Schmerzhafteste war dabei, dass Andi Dobert auf den Ball gefallen ist. Steht schon wieder und deshalb kann das Spiel jetzt weitergehen. Mit einem Freistoß für Rapid, ausgeführt von Steffen Hofmann. Branko Boskovic. Grazaj kommt raus, verfehlt den Ball und hat Glück, dass da kein Rapidler hinter ihm ist, sondern nur Fabian Lamotte. Erster Fehler von Christian Grazaj in diesem Spiel. Fairer Einsatz von Kulowitz, doch nicht. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für den Rapid-Mittelfeldspieler. Dritte gelbe Karte für Stefan Kulowitz in dieser Saison. Nach dieser Attacke an Klaus Salmutter. Also gut, Foul kann man pfeifen. Aber da war deutlich der Ball dabei. Ich denke, hier eine gelbe Karte zu zücken ist etwas überzogen. Peter Backhult ist wohl derselben Meinung. Sein Blick richtet sich nicht zu Franco Foda, sondern zum vierten Offiziellen, zu Herrn Trabeck, und der muss jetzt mit dem Rapid-Trainer diskutieren. Haas gegen Dober. Immer noch Mario Haas. Macht das Beste aus dieser Situation, holt einen Eckball für Sturm heraus. Das ist der zweite Eckball für Sturm. Rapid hatte überhaupt noch keinen Corner in dieser Partie. Gleich ist die reguläre Spielzeit in Hälfte 1 vorbei. Kopfball von Sebastian Brödel übers Rapid-Tor. Eine Minute wird nachgespielt. Helge Beyer hatte in diesen ersten 45 Minuten deutlich weniger zu tun als sein Gegenüber an Christian Grazaj. Und das, obwohl Sturm wesentlich mehr im Ballbesitz war, aber Rapid war in Hälfte 1 torgefährlicher. Noch einmal Sturm über Samir Moratovic. Boskovic, Hofmann, Basena. Basena auf Kockmatz, der erwischt den Ball noch. Und wieder kritische Situation im Sturmstrafraum. Ich glaube, Sturmgoalie Grazaj aufgrund des Fehlers von vorhin jetzt etwas verunsichert. Deshalb ist er hier auf der Linie geblieben. Und jetzt gibt's in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch den ersten Eckball für Rapid. Von rechts, Steffen Hofmann. Ein Kopfball von Basina. Und das war sie, die erste Spielhälfte des großen Schlagers dieses Fußballwochenendes. Noch keine Tore zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid. Wie gesagt, Sturm optisch überlegen. Aber Rapid mit den wesentlich gefährlicheren Aktionen in diesem Spiel. Rapid war dem 1:0 näher als die Heimmannschaft. Rapid ist gut gestanden in der Defensive. Hatte Sturm kaum ermöglicht, in den Strafraum zu kommen. Das Schönste heute, der Sonnenschein und natürlich der Besuch in der UPC Arena. Ausverkauftes Haus. Und Marc Brettenthaler, der linke Verteidiger des SK Sturm, jetzt bei Jörg Kühne. Sturm gegen Rapid, ausverkauftes Haus, Sonnenschein, aber Marc Brettenthaler, irgendwas fehlt noch.
Ja, es fehlen eigentlich nur die Tore. Die Chancen sind hier mit drüben. Ein bisschen zielstrebiger müssen wir noch werden, ist glaube ich aber trotzdem ein gutes Spiel. Ja, weiterkämpfen und für die zweite Halbzeit muss irgendwas passieren dann. Wie schwierig für einen Sturmverteidiger ist es heute mitzuspielen, wo doch sehr, sehr viele Fehler im Aufbau passieren? Ja, es ist schwer vom ersten Halbzeit, was für mich sehr schwer. Ich habe 45 Minuten jetzt nur in die Sonne geschaut. Ich hoffe, zweite Halbzeit wird es besser. Der Rasen ist auch nicht der Beste, aber wie gesagt, wir versuchen unser Bestes und es wird schon wieder gewinnen. Ihr Gegenspieler ist Veli Kavlak. Setzt er Sie mehr unter Druck oder doch Sie ihn? Ja, ist auf der Messerschneide, glaube ich, noch. Es ist hier drüben noch nichts passiert, sage ich mal. Und ich werde nächste zweite Halbzeit mehr Gas geben und dann wird's. Marc Brettenthaler, Dankeschön. Ja, und Marc Brettenthaler, der verbringt die zweite Spielhälfte mit Sicherheit ganz im Schatten. Sturm tut sich schwer, hat keinen Platz gegen Rapid. Zwar mehr Ballkontakte, mehr Zweikämpfe gewonnen von den Grazern, aber Rapid kontert gefährlich und hat die besseren Chancen. Eine auffälligere Partie auch von Branko Boskovic, zweikampfstark und 4 Torschüsse abgegeben. Aber die beste Chance auf die Führung für Rapid, die hat der Montenegriner ausgelassen. Und so steht es nach 45 plus ein paar Minuten 0:0 zwischen Sturm und Rapid. Gestern war Emma der große Spielverderber im Fußball. Heute scheint es zumindest für die Betreuerbänke die Sonne zu sein hier in der UPC Arena. Pausenstand in Graz zwischen Sturm und Rapid 0:0. Heribert Weber, ein eigenartiges Spiel. Wie würden Sie diese erste Spielhälfte kommentieren und analysieren? Ihr Sturm hat gut begonnen, die ersten 15 Minuten klar das Spiel beherrscht, aber sie haben dann große Probleme bekommen mit dem Kombinationsspiel, das die Mannschaft normalerweise auszeichnet. Rapid hat sehr früh gestört, hat ein breit gefächertes Mittelfeld, Korkmaz, der als Stürmer angekündigt wurde, spielt auf der linken Mittelfeldseite. Dadurch hat Rapid einen Spieler mehr im Mittelfeld, das zahlt sich aus, das sieht man. Sie haben immer wieder die Möglichkeit, die Bälle schon im Mittelfeld abzufangen und dann schnelle Konter zu starten. Und wie schwer dass sich Sturm dann tut, das hat man gesehen. Ja, wollen wir der Reihe nach vorgehen. Sturm hat fast überfallsartig begonnen. Nach 13 Sekunden gab es bereits die erste nicht ungefährliche Situation im Rapid-Strafraum, also unmittelbar nach dem Anstoß diese Aktion, die einmal mehr über Kramer eingeleitet wurde und dann bringt Rapid den Ball nicht weg. Kienzl und das Duell Haas gegen Eder. Es war letztlich nicht gefährlich, aber man hat gesehen, wenn Mario Haas da an den Ball kommt, dann hätte es diesen Traumauftrag geben können, wie schon zuletzt im Hanapi-Stadion, wo Haas nach 16 Sekunden das 1:0 erzielt. Ja, eine Chance, die normalerweise, kann man sagen, aus dem Zufall heraus entstanden ist, Kopfball Kienzl und Haas hätte die Möglichkeit gehabt, aber Eder hat seinen Körper sehr gut eingesetzt. Herbert Weber, Sie haben angesprochen, wie schwer es ist auch für die Mannschaft, wenn sie einen Fehler macht, dann plötzlich der Gegner kommt über Konter, nämlich Rapid, und das hat man nach 15 Minuten gesehen, wo Sturm den Ball im Angriffsspiel, in der Offensivbewegung verliert. Jürgen Säumel, der macht auch Fehler. Und dann geht es bei Rapid, wie man so schön sagt, ratzfatz über Basina im Doppelpass im Zusammenspiel mit Korkmaz. Und am Ende schließt dann auch Basina ab. Alles nicht wirklich gefährlich, aber man hat gesehen, wie man eigentlich mit zwei Spielern über das Gesamte, über die Hälfte des Spielfeldes zum gegnerischen Tor kommt. Ja, das ist natürlich sehr gefährlich, wenn zwei zentrale defensive Mittelfeldspieler Kienzl und Säumel ein Kurzpassspiel aufziehen wollen, 20 Meter vor dem Tor des Gegners. Und dann ein Fehlpass passiert. Und wie schnell und technisch gut Rapid auf solche Situationen reagieren kann, das hat man gesehen. Es ist zwar nur ein harmloser Torschuss daraus geworden durch Boskovic, aber er hätte auch die Möglichkeit gehabt, auf Kavlak zu spielen. Also es wären einige Freiräume gewesen, die Rapid in dieser Situation nicht genützt hat. Ja, es war überhaupt zu Beginn sehr viel an Halbchancen, was wir hier in der UPC Arena gesehen haben. Auch auf der anderen Seite, Minute 20 bei Sturm, haben wir eine sehr schöne herausgespielte Aktion gesehen, nämlich Basina mit dem Fehlpass. Salmuter erkämpft sich den Ball und sieht dann auch klug gespielt Muratovic, der allerdings dann im Abspiel Missverständnis mit Haas hat, nicht vor das Tor gespielt, sondern Haas wollte den Ball in den Rücken bekommen. Ja, von der Entstehung der Aktion her war es sehr gut. Salmuter setzt seinen Körper sehr gut ein. Muratovic schaut einmal kurz auf, da sieht er noch, dass Haas lang geht und der wechselt dann in die Mitte nach hinten, das hat er nicht mehr gesehen. Ja, und dann die Top-Möglichkeit in dieser ersten Spielhälfte für Rapid, für die Gäste aus Wien durch Branko Boskovic in der Minute 25. Es waren letztlich zwei Möglichkeiten, die es da gegeben hat, aber Boskovic hatte die große Aktion. Wir sehen die Entstehung über Steffen Hofmann, der da Doppelpass spielen kann mit Basina, dann verschätzt sich Brettenthaler, Boskovic scheitert an Grazia und dann Brettenthaler noch gegen Kavlak. Eine Top-Möglichkeit. Muss man da den Rapidern einen Vorwurf machen, dass sie nicht getroffen haben?
Vor allem den Boschkovic. Es war eine wunderschön herausgespielte Aktion und hier muss er einfach das Tor machen. Graz hat zwar super reagiert, aber er hat ja alle Möglichkeiten. Er braucht nur ruhig zu bleiben. Pass in einer super Vorbereitung. Hier kann er den Ball über Graz drüber heben, ganz locker. Und es steht 1:0 für Rapid. Also eine große Chance vergeben auf der Seite von Rapid, um das Leben für Sturm noch schwerer zu machen. Ja, man könnte sagen, so ab diesem Zeitpunkt, Minute 25 bis jetzt zur Pause, Rapid doch die stärkere Mannschaft, die auch gefährlicher war. Wir haben noch eine Szene vorbereitet von den 3-4 durchaus torgefährlichen Aktionen der Rapidler, und zwar in der 40. Minute eine Aktion, die Veli Kavlak gehabt hat. Über ihn wird gar nicht so oft gespielt, obwohl er, wie wir hier sehen, immer wieder frei ist, und dann hat er auch, man kann es durchaus sagen, seinen Spaß mit Marc Brettenthaler, wenn auch der Abschluss misslingt. Er hat seinen Spaß mit Marc Brettenthaler, aber der Abschluss war nicht so, wie man das normalerweise von ihm gewohnt ist. Er hat einen tollen Schuss. Hier war es ein Wechselspiel zwischen Pass und Schuss. Also es war sehr harmlos abgeschlossen. Das heißt, keine Probleme für Graz. Ja, wenn man also diese Szenen sieht, dann muss man sagen, durchaus ein 0:0, das Sturm eher mehr schmeichelt wahrscheinlich als den Rapidlern. Aber es geht noch 45 Minuten her. Nach links spielt. Weckruf für die Sturmmannschaft von den eigenen Fans. Jetzt hat die UPC Arena etwas gebebt. Also da raucht ziemlich, hoffentlich beruhigen sich die Fans gleich wieder. Hier gegen Sami Muratovic. Korkmaz bedrängt von Lamotte, Einwurf, Sturm. Ja, recht herzlich begrüßen wir auf der Landesart. Christian Buchmann hier bei uns in der Bundesliga. Ja, das war dieser dumpfe Knaller, den Sie eben gehört und jetzt auch gesehen haben. Direkt auf Veli Kavlak. Wieder spielt den Ball nicht ab, wartet viel zu lange. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Säumel. Salmutter. Aber die Sturmhintermannschaft längst formiert und dann kann Hannes Eder klären. Also ähnliches Bild wie vor der Pause, zerfahrene Partie, vielleicht schicken auch deshalb die beiden Trainer ihre Wechselspieler zum Aufwärmen. Kulowitz auf Kavlak, aber zu steil dieser Pass.
dann auf Basina. Basina vorbei an Jashashvili, aber dann kann sich der georgische Nationalspieler doch durchsetzen, das Foul von Basina und damit Ballbesitz Sturm. Auf Muratovic. Ein leichter Disput zwischen Hannes Eder und Sami Muratovic. Muratovic wirft da offensichtlich dem Rapid-Verteidiger vor. Er habe nachgeschlagen. Wir schauen noch einmal ganz genau hin. Hier alles halbwegs fair abgegangen. Mit Sicherheit kein Nachschlagen von Hannes Eder. Gestört von Säumel. Wenig Platz im Mittelfeld und das gilt für beide Teams. Sowohl Sturm als auch Rapid im Großen und Ganzen mit einer starken Defensivleistung. Abseitsstellung von Thomas Kramer. Ganz enge Entscheidung von Herrn Muckenhammer. Hier kommt der Pass und hier ist Kramer vorne. Richtige Entscheidung. Und es ist schwierig für den Schiedsrichterassistenten, denn der blickt jetzt gegen die immer tiefer stehende Sonne. Fabian Lamotte. Solche Unkonzentriertheiten sollten in einem Spitzenspiel nicht passieren. Schiedsrichter Lehner ist am Weg gestanden, deshalb musste Säumel 2-3 Meter mehr laufen. Und deshalb ist diese Schussmöglichkeit für Mario Basina entstanden. Gerard Lehner hat sich da auch sofort bei den Sturmspielern entschuldigt. Der Schuss von Mario Basina mit links, doch gut einen Meter übers Sturmtor. Boskovic, Freistoß Rapid. Boskovic vorbei an Lamotte, vorbei an Brödel. Und dann hat Säumel aufgepasst. Aber gute Aktion von Branko Boskovic, der einer der auffälligsten Rapid-Spieler heute ist. Nächstes Foul von Kulowitz an Muratovic. Thank you.
für Veli Kavlak, der ist da auf den Ball gestiegen. Aber typisch diese Szene auch für das gesamte Spiel. Beide Mannschaften bemüht, aber wenn die Chance einmal da ist, schnell zu kontern, dann macht man sich selbst das Leben schwer. Im Gegensatz zur Anfangsphase jetzt sehr wenig Tempo im Spiel. Brödel gegen Korkmaz. Foul von Brödel, nachdem er hier den Ball verloren hat. Noch einmal, Brödel zögert, wird von Korkmaz attackiert und dann hier das Foul. Brödel 1,93 Meter groß, gegenüber mit Korkmaz, der ist nur 1,74 und wenn man da das Bein ein bisschen hochnimmt und trifft nun den Gegenspieler im Gesicht und dann gibt es Foul und damit Freistoß für Rapid. Hoffentlich hat sich wie mit Korkmaz da nicht wirklich wehgetan. Glück für Brödel, dass er in dieser Situation auch nicht verwarnt wird. Mit Korkmaz wird draußen behandelt und Steffen Hofmann schießt den Freistoß für Rapid. Gefährlich für Christian Grazey, weil da Markus Katzey beinahe vor Grazey an den Ball gekommen wäre. Hier. Mit Korkmaz wieder im Spiel, damit Rapid wieder komplett. Und vom Sturm war nach dem Seitenwechsel überhaupt noch nichts zu sehen. Sebastian Brödel jetzt mit vorne bei diesem Freistoß von Sami Muratovic, kommt aber nicht an den Ball, Dober konnte klären. Dann Muratovic zuletzt am Ball gewesen, Einwurf Rapid. Kontert über Branko Boskovic und über Mario Basina. Dann etwas zu schnell den Abschluss gesucht hat da Mario Basina. Aber Sturm schaltet einfach nicht so schnell von Defensive auf Offensive um wie sonst. Diese Stärke fehlt heute dem Spiel der Grazer. Normalerweise ist dieses schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive die größte Waffe des SK Sturm. Riegel der Grün-Weißen heute einfach nicht zu knacken für den SK Sturm. Und bei Sturm fehlen einfach die Überraschungsmomente im Spiel.
Lee gegen Hofmann, Einwurf Rapid. Schnell ausgeführt, aber da hat Marc Brettenthaler aufgepasst. Kein Foul von Kavlak, es gibt Einwurf für Rapid, Brettenthaler zuletzt am Ball gewesen. Der Sturmverteidiger zeigt an, er sei da von Kavlak gefoult worden. Flanke Dober, Brödel per Kopf. Wieder klappt das Umschalten von Defensive auf Offensive nicht. Individueller Fehler von Sami Moratovic, zögert da viel zu lange. Und dann das Foul an Veli Kavlak und damit keine Konterchance für Sturm, sondern eine Freistoßmöglichkeit für Rapid. Rapid versucht es in dieser Saison am häufigsten mit direkten Freistößen, aber noch kein einziger Treffer und es bleibt dabei. Der Schuss von Boskovic in die Mauer. Korkmaz gegen Kramar und Jajashvili vor Boskovic. Andi Dober. Sein Schuss abgeblockt von Sami Moratovic und jetzt kommt es zum ersten Wechsel. Franco Foda reagiert, bringt einen neuen offensivstarken Mann, nämlich Marko Stankovic. Und aus der Partie geht Klaus Salmutter, der hat sich bemüht. Keine Frage, aber ihm war die fehlende Spielpraxis durchaus anzumerken. Er hatte erst 18 Minuten gespielt in diesem Jahr. Jetzt ist die Partie für ihn nach knapp 62 Minuten vorbei. Und Marko Stankovic kommt neu ins Spiel und er übernimmt wohl auch die Position links im Mittelfeld. Peter Bakult wirkt nicht ganz zufrieden. Franco Foda ist es sichtlich nicht. Mratovic, Haas und dann kommt Säumel nicht an den Ball. Erstmals Marko Stankovic. Wieder Stankovic. Und Patoka per Kopf. Und dann das Foul von Säumel an Boskovic. Es bleibt dabei. Sturm gewinnt mehr Zweikämpfe, Sturm ist mehr im Ballbesitz, aber Rapid wirkt einfach gefährlicher. Steffen Hofmann auf Branko Boskovic. Und dann sein Schuss viel zu schwach. Oder verliert er etwas den Ball? Gutes Kombinationsspiel der Rapidler, der Pass von Hofmann. Und dann nimmt Boskovic den Ball nicht richtig mit. Wird auch noch entscheidend von Brettenthaler gestört. Schon wieder Rapid über Branko Boskovic. Unglaublich viele Ballkontakte für ihn heute. Korkmaz. Hofmann vorbei an Kinzel. Säumel gegen Kavlak. Abseitsstellung Hofmann. Steffen Hofmann ist da zu spät zurückgelaufen. Wieder die richtige Entscheidung. Wieder Abseitsstellung.
Mario Haas auf Marko Stanković. Stanković gegen Doba Muratović und dann ein guter Einsatz von Stefan Kulowitz. Basina gegen Kinzel. Links geht Markus Katzer mit. Hofmann über Lamotte auf Korkmaz gespielt. Und dann kann Lamotte den schnellen Korkmaz doch noch stoppen. Das war die letzte Aktion von Ümit Korkmaz in diesem Spiel. Denn jetzt bringt Peter Parkholt an seiner Stelle den langen Stefan Meyerhofer. Also der 2,2 Meter große Stefan Meyerhofer, im Herbst noch bei Greuther Fürth in der zweiten deutschen Liga, jetzt bis Sommer bei Rapid. Gegen Ried war er erstmals von Anfang an dabei und heute kommt er als Joker. Das heißt, jetzt zwei echte Sturmspitzen bei Rapid, neben Mario Basina auch Stefan Meyerhofer. Der Freistoß für Rapid, Foul von Muratović an Kavlak. Und das war nie und nimmer ein Foul von Sami Muratović. Freistoß durch Steffen Hofmann. Und da ist das 1:0. Und der Joker hat gestochen. Stefan Meyerhofer, nicht einmal eine Minute auf dem Feld. Und er bringt Rapid mit 1:0 in Führung. Und diese Führung ist nicht unverdient. Der Freistoß von Hofmann. Gut geschossen. Meyerhofer ist am Ball. Gratzei kommt nicht dran. Und deshalb muss man auch ganz klar und deutlich sagen, ein Fehler des Sturmgoalies. Natürlich unglücklich für ihn, diese Aktion. Aber wenn er hier rausgeht, dann muss er auch den Ball erwischen. So darf sich Peter Parkholt über den Führungstreffer seiner Mannschaft freuen. Stefan Meyerhofer mit seinem ersten Tor in der österreichischen Bundesliga im dritten Spiel. Die Rapid-Fans, die feiern diesen Führungstreffer etwas zu frenetisch. Ja, Rapid hat mehr für dieses Spiel getan und deshalb der Führungstreffer nicht unverdient für den österreichischen Rekordmeister. Stefan Meyerhofer hat zum ersten Mal getroffen und Steffen Hofmann, der hat zum 20. Mal in dieser Saison bereits ein Tor vorbereitet. Sturm über Jürgen Säumel. Jeder kehrt bei Kopf. Kein Abseits von Stefan Meyerhofer. Er hat die Möglichkeit, dieses Spiel im Alleingang zu entscheiden. Kurz nach seinem Führungstreffer die nächste Möglichkeit für den 2,2 Meter großen Rapidstürmer. Franco Foda reagiert auf diesen Gegentreffer, wird in Kürze Osren Peric bringen.
Freistoß für den SK Sturm nach diesem Foul an Sami Muratovic. Und aus dem Spiel beim SK Sturm geht Mario Kinzel, der wie immer viel unterwegs war, aber Franco Foda muss jetzt einfach offensiver werden. Und deshalb bringt er jetzt anstelle von Kinzel einen weiteren offensivstarken Mann, einen weiteren Stürmer, den 20-jährigen Bosnier Ozren Peric. Sein 11. Einsatz in der Bundesliga, noch ist er ohne Tor, aber in der Vorbereitungsperiode hat er sehr oft getroffen. Der junge Mann. Jetzt aber die Freistoßmöglichkeit für den SK Sturm. Lassen Sie sich nicht täuschen, über Graz fällt kein Nebel ein. Das sind Rauchzeichen der Rapid-Fans. Pass auf Brödel und dann Lamotte. Da ist auch gestoßen worden, Fabian Lamotte, aber es gibt keinen Elfmeter. Ganz im Gegenteil, Konter. Möglichkeit für Rapid, Hofmann, immer noch Steffen Hofmann und Mario Basina mit der großen Chance auf das 2:0. Und dann wirft sich Marc Brettenthaler noch in diesen Schuss. Und jetzt ist auf einmal wieder Musik drin in dieser Partie und wirklich viel Tempo. Haas mit dem Pass, Brödel mit dem Querschläger und dann achten sie auf das Duell Toba gegen Lamotte. Nein, richtige Entscheidung, hier keinen Elfer zu geben. Und auf der anderen Seite kein Abseits von Basina und dann kommt Brettenthaler und wirft sich in den Schuss. Zwei tolle Szenen innerhalb weniger Sekunden. Der Sturm jetzt also Ozren Peric hier im Duell mit Stefan Kulowitz. Und es gibt zur Überraschung vieler jetzt Freistoß für Sturm. Für mich war auch diese Entscheidung von Schiedsrichter Lehner nachvollziehbar. Aber er hat hier mit dieser Entscheidung auch Sturm vielleicht den Vorteil genommen. Auf alle Fälle jetzt Peric neben Haas im Sturm. Muratovic kommt jetzt eher aus dem Mittelfeld. Stankovic behält seine Position. Links im Mittelfeld bei den Grazern. Noch etwas mehr als eine Viertelstunde Zeit für Sturm hier zumindest den Ausgleich zu machen. Freistoß, Säumel, Brödel per Kopf, aber kein Problem für Helge Peyer. Rapid im Augenblick, also Tabellenführer der T-Mobile Bundesliga, jetzt einen Punkt vor dem LASK und vor der Austria. Und wenn man daran denkt, dass Rapid ja noch ein Freispiel in Altach möglicherweise hat, wären das heute drei unglaublich wichtige Punkte für die Grün-Weißen im Kampf um den Titel. Abgefälscht dieser Schuss und deshalb unangenehm für Helge Peyer. Gelbe Karte für Andreas Dober. Zweite Gelbe für einen Rapidler in Hälfte 1 wurde Stefan Kulowitz verwarnt. Das ist die 5. gelbe Karte, haben Sie gesehen, für Andreas Dober. Das heißt, er fehlt
am kommenden Freitag beim Retourspiel im Hanapi-Stadion. Ab 19.15 Uhr live und exklusiv bei Premiere Austria zu sehen. Freistoß für Sturm durch Samir Muratovic. Und Helge Peier ganz sicher. Christian Kratzer hat da wirklich gut mitgespielt. Beim Tor hat er ja nicht so gut ausgesehen. War ein reguläres Tor für Rapid, aber erinnern uns alle an die Aktion davor, Muratovic gegen Kavlak. Das war kein Foul, hätte eigentlich gar keinen Freistoß für Rapid geben dürfen. Also es wird wieder diskutiert werden, vielleicht auch über diesen Schuss von Veli Kavlak, der nur knapp sein Ziel verfehlt hat. Und hier noch einmal der Beweis, eine Schwalbe von Veli Kavlak. Dann der Freistoß von Steffen Hofmann und das Tor von Stefan Meierhofer. Aber das war ja eine Tatsachenentscheidung und kein Regelverstoß. Oder so ähnlich. Auf alle Fälle hat Sturm noch eine Viertelstunde Zeit, um hier das 1:1 zu machen. Beric wollte da Kram einsetzen, Katzer hat aufgepasst. Oder zweimal hat er schon gewechselt. Aber Wesentliches hat sich am Spiel seiner Mannschaft nicht verändert. Dann spielt Dober, der wurde eben verwarnt. Entscheidet Gigi Talena Foul von Mario Haas an Andreas Dober. Franco Foda wechselt zum dritten und letzten Mal. K für K. Mario Kreimer kommt in Kürze für Thomas Kramer. Aber erst bei der nächsten Unterbrechung. Für die sorgen hoffentlich jetzt nicht in Kürze die Sturmfans. Basina. Hofmann. Vorteil. Kavlak. Aber der steht im Abseits. Und jetzt kommt zum angekündigten Wechsel aus dem Spiel beim SK Sturm Thomas Kramer, der heute auf der rechten Seite nicht allzu viele Akzente setzen konnte. Und in die Partie kommt mit der Nummer 16 Mario Kreimer. Hofmann, abseits von Boskovic. Auch diese Entscheidung des Schiedsrichterassistenten richtig. Aber eine Entscheidung war falsch am heutigen Nachmittag, nämlich Freistoß für Rapid vor dem Tor zu geben. Zweiter Wechsel jetzt auch bei Rapid, aus dem Spiel Veli Kavlak. Und in die Partie kommt Christian Tonow und der übernimmt jetzt wohl auch die Position von Kavlak links im Mittelfeld. Am
System hat ja Peter Backholt auch nach dem Führungstreffer nichts geändert. Meierhofer einzige Spitze, Basener jetzt zentral dahinter, Hofmann kommt über rechts und Thonhofer jetzt eben anstelle von Kavlak über links. Da schauen Sie mal, wie schnell Sebastian Prödl ist. Verliert er zunächst den Ball, eigentlich auch das Laufduell, überholt dann aber Christian Thonhofer. Muratovic gegen Patoka. Energisch, aber fair setzt sich da Muratovic durch. Kreimer, Spielverlagerung auf Georgi Shashashvili. Mario Haas gegen Jürgen Patoka. Und es gibt Eckball für den SK Sturm. Erster Eckball für Sturm in der zweiten Spielhälfte. Und jeder hat sich da leicht wehgetan bei diesem Duell mit Sami Muratovic. Aber da fliegt der Ball schon zur Mitte. Marc Brettenthaler kommt zu spät gegen Helge Payer. Partie unterbrochen, war ein Foul von Brettenthaler dabei. Kein Abseits, Shashashvili bringt den Ball nicht unter Kontrolle, aber dann Brettenthaler hier gegen Helge Payer. Das war sie, die erste wirkliche Torchance für Sturm in der zweiten Spielhälfte. Da haben nur ein paar Zentimeter gefehlt. Also besuchen Sie dort X7 Richtung Wiener Hauptstraße, besuchen Sie dort 10 bis 13 Richtung Anreise Richtung Westen. Peter Backholt immer wieder jetzt an der Seitenlinie, um seiner Mannschaft Anweisungen zu geben. Eher ruhig, aber immer stehend, Franco Foda. Ja, etwas übertriebener Einsatz von Meierhofer. Schiedsrichter Lehner sieht das genauso und zeigt dem Torschützen des SK Rapid die gelbe Karte. Hier kommt er zu spät gegen Christian Grazia und dann attackiert er den Tormann. Aber man merkt in jeder Aktion, wie sehr Stefan Meierhofer heute motiviert ist. In dieser Szene war er etwas übermotiviert. Nächstes Foul an Muratovic. Nächster Freistoß für den SK Sturm. Noch etwas mehr als 6 Minuten in der regulären Spielzeit zu absolvieren. Ein Freistoß durch Shashashvili. Kurz auf Säumel gespielt. Mario Haas. Dann Prödl mit vorne, kommt nicht an den Ball, aber außerdem Peric auch nicht. Christian Thonhofer klärt da in höchster Not. Gute Aktion des eben erst eingewechselten Rapid-Mittelfeldspielers. Ein Spiel
deshalb die Partie unterbrochen, Freistoß für Rapid. Und Rapid natürlich jetzt wieder mal darauf bedacht, das Spiel zu beruhigen, das Tempo rauszunehmen und damit Zeit zu gewinnen. Mario Basina, schnell am Ball, Schaschaschwili, und das ist die Entscheidung. Ein tolles Tor von Mario Basina. 2-0 Rapid. Minute 85. Damit steht der Sieg der Grün-Weißen wohl fest. Der Angriff über die rechte Seite. Mario Basina kommt zwischen Schaschaschwili und Brödel an den Ball, zieht sofort ab. Und Christian Kratzer jetzt war noch mit den Fingerspitzen dran, aber in Wahrheit ohne Abwehrmöglichkeit. Tolles Tor von Mario Basina und der Assist, der ist wieder von Steffen Hofmann gekommen. Mario Basina mit seinem 8. Tor in dieser Saison. Insgesamt war das sein 60. Treffer in der höchsten österreichischen Spielklasse und das im 214. Spiel. Gerade in der Phase, in der Sturm zur Schlussoffensive angesetzt hat, hat Rapid eiskalt gekontert. Versucht jetzt natürlich noch einmal mit der Brechstange. Alles nach vorn, heißt die Devise. Schaschaschwili. Aber diese Partie scheint für die Grazer nun verloren. Die ersten Sturmfans verlassen. Jetzt natürlich auch enttäuscht die UBC Arena. Im zweiten Heimspiel im Jahr 2008 wohl die zweite Heimniederlage für den SK Sturm. Nach dem 1:2 gegen den LASK steht jetzt 2 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit 0:2 gegen Rapid. Mit Sicherheit ist auch der Präsident enttäuscht, Hans Rinner. Sturm hätte heute die Möglichkeit gehabt, wieder an die Tabellenspitze zumindest aufzurücken. Aber Rapid setzt sich jetzt wirklich an die Spitze der T-Mobile Bundesliga mit diesem heutigen Sieg hier in Graz. Denn kann man nicht vorstellen, dass Sturm jetzt in der Endphase noch 2 Tore gelingen. Ganz egal, wie lang die Nachspielzeit dauert. Zu harmlos waren die Grazer heute über weite Strecken in der Offensive.
Bevor das Spiel jetzt mit einem Freistoß für Rapid weitergeht, gibt es noch einmal einen Wechsel, den mit Sicherheit letzten Wechsel in dieser Partie. Georg Harding, ein echter Steirer, kommt für Stefan Kulowitz. Der konnte heute natürlich den Ausfall von Markus Heikkinen nicht ganz kompensieren. Aber weite Strecken hat Stefan Kulowitz stark gespielt, hat vor allem viele Zweikämpfe gewonnen. Und insgesamt 3 Minuten werden jetzt nachgespielt. Das heißt, Georg Harding darf sich noch über einen 3-minütigen Bundesliga-Einsatz freuen. Die offizielle Nachspielzeit der Seitenspielkämpfe beträgt 3 Minuten. Foul von Hofmann an Brettenthaler, der Rapid-Kapitän schießt den Ball weg. Es bleibt bei einer Ermahnung. Säumel. Mario Haas, dem ist heute nicht viel gelungen. Mario Kreimer. Säumel verliert den Zweikampf mit Thonhofer. Noch 1,5 Minuten, dann ist der Rapid-Sieg hier in Graz auch wirklich amtlich. Und auch wenn über die Entstehung zum ersten Tor mit Sicherheit noch geredet werden muss, der Sieg für Rapid, der geht heute in Ordnung aufgrund der Leistung, vor allem auch in der zweiten Spielhälfte. Rapid hatte einfach das richtige Rezept, um Sturm die Stärken zu nehmen. Gegen die tiefstehende, rustikale Verteidigung um die beiden Innenverteidiger, Hannes Eder und Jürgen Patuka, hat Sturm heute Nachmittag nie das richtige Mittel gefunden. Gerald Lehner, der hat mit seinen beiden Assistenten diese Partie meist im Griff gehabt. Hat fast alle haarigen Entscheidungen getroffen, aber wie gesagt, er ist auf eine Schwalbe von Veli Kavlak reingefallen und die hat zum 1:0 durch Stefan Meierhofer geführt. Und mit diesem Tor hat er den Grundstein zum Sieg des SK Rapid hier in der UPC Arena gegen Sturm gelegt. Das war das 1:0 für Rapid. Unter kräftiger Mithilfe von Sturmgoalie Christian Kratzer. Mit seiner ersten Ballberührung hat Meierhofer auch sein erstes Bundesligator erzielt. Und dann hat Mario Basiner, für mich heute einer der besten Spieler auf dem Platz, mit dem 2:0, mit dem tollen 2:0 für die Entscheidung gesorgt. Ja, Mario Basiner hier in Graz-Liebenau fühlt er sich so richtig wohl. Das hat er beim GAK unter Beweis gestellt. Da steht er jetzt auch im grün-weißen Rapid-Trikot unter Beweis. Durch die Tore von Meierhofer und Basiner gewinnt Rapid hier völlig verdient in Graz beim SK Sturm mit 2:0. Christian Grazer, der Sturmgoalie, der hat in der ersten Spielhälfte eine tolle Möglichkeit von Branko Boskovic vereitelt. Aber beim Gegentreffer zum 0:1 hat er gar nicht gut ausgesehen. Der Sturmgoalie mit einer super Saison, auch heute mit einigen guten Aktionen, aber hat Christian Grazer die Partie heute irgendwie doch mitentschieden? Ja, wenn man bedenkt, dass ich beim Tor bei der Flanke ausgehe bei 0:0 und die Ball nicht erreicht, dann habe ich wahrscheinlich die Partie mitentschieden. Ja. Was hat sonst im Sturmspiel heute gefehlt? Wieso war Sturm heute nicht so wie Sturm sonst?
Ja, ich meine, Rapid ist sehr gut gestanden hinten. Wir haben uns erste Halbzeit schon schwer getan und da war auch zwei gute Chancen gehabt. Haben wir die leider nicht, also der letzte Pass hat gefällt, wir haben es nicht nutzen können. Und ja, wir haben gewusst, es wird schwierig, zweite Halbzeit. Ja, und dann hat das wahrscheinliche Spiel entschieden, der Fehler. Vor drei Wochen hat man intern schon noch irgendwie vom Meistertitel geträumt. Was nun? Ja, die Saison ist noch nicht vorbei, würde ich sagen. Danke. Rapid hat mit 2:0 gewonnen. Beide Tore hat der Kapitän, hat Steffen Hofmann vorbereitet und der Rapid-Sieg geht in Ordnung. Das beweist auch die Premiere-Statistik. Denn Rapid hat deutlich mehr Torschüsse abgegeben als der SK Sturm. Rapid hatte die besseren Chancen. Schauen Sie mal auf die Torschüsse, die aufs Tor gegangen sind. 7:3 aus Sicht für Rapid. Mehr Ballkontakte hatte der SK Sturm, aber Sturm hat aus dieser scheinbaren Überlegenheit nicht viel Kapital schlagen können. Sturm hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen, aber Rapid hat, wie gesagt, verdient mit 2:0 gewonnen. Und nach dem 1:0 durch Stefan Meierhofer hat Mario Basina mit aus meiner Sicht einem Traumtor diese Partie entschieden. Das war's von mir. Weiter geht's wieder bei Jörg Kühne. Ja, Rapid hat verdient gewonnen, Mario Basina wohl auch logisch gewonnen. Wie logisch denn? Angesichts der Tatsache, dass Sturm heute sehr, sehr harmlos war. Ja, Sturm war sicher sehr harmlos, weil wir haben sehr gut defensiv gespielt. Wir haben einfach Raum eng gemacht und haben wirklich alles richtig gemacht mit einem neuen System, was der Trainer gestellt und am Ende wirklich verdient gewonnen. Was fällt Ihnen zu Ihrem Treffer heute ein? Ja, Treffer wie Treffer. Wichtig ist, dass Meierhofer dieses erste Tor geschossen, das war 1:0 und dann war später viel leichter zu uns gespielt, weil ich habe viel mehr Raum gehabt und sicher ist es immer schön, wenn man so eine schöne Treffer. Also Ihr Treffer war nicht wie jeder andere Treffer, das war ein Traumtor. Zufall, dass es in Graz passiert ist? Ich glaube nicht, das ist wie mein Wohnzimmer da. Natürlich freue ich mich sehr, dass wir haben gewonnen und gegen so eine sehr starke Gegner wie Sturm, aber in den nächsten 4 Tagen ist ein neues Spiel gegen Sturm und sofort muss man konzentriert auf neues Spiel. Mario, wie schön war es heute 90 Minuten überhaupt nicht an das Thema Alltag zu denken? Ja, ich glaube, dass wir wissen alle, dass dieses neue Spiel mit Alltag ist noch nicht fix. Und ich habe wirklich nicht viele Gedanken gemacht mit diesem Spiel. Wir sind einfach konzentriert immer auf das nächste Spiel und muss einfach so bleiben und weiter so. So jubelt Stefan Meierhofer über sein erstes Bundesliga-Tor und so hat sich die Rapid-Bank gefreut. Am Ende ein 2:0-Sieg für Rapid und die Tabellenführung. Ja, und in Graz geht ein wenig die Sonne unter. Die dritte Niederlage für die Mannschaft von Franco Foda im Frühjahr und Herbert Weber letztlich eine verdiente. Der Sturm hat heute gegen eine kleberspielende Rapid-Mannschaft verloren. Die Mannschaft von Rapid war taktisch hervorragend eingestellt. Sie ist kaum unter Druck geraten gegen Sturm und hat das Spiel auch dementsprechend verdient gewonnen. Ja, wir wollen die entscheidenden Szenen der zweiten Spielhälfte jetzt analysieren. Beginnen in Minute 66 mit der Entstehung zum 1:0 von Rapid mit dem Freistoß, dem ein angebliches Foul vorausgegangen sein soll. Und zwar von Muratovic an Kavlak. Wieder mal Veli Kavlak mit der Beziehung zum Boden, der fällt sehr leicht, Herr Reh, denn da war eigentlich nichts. Ja, das ist halt natürlich ein Wermutstropfen für Sturm, dass halt das Tor entstanden ist durch ein Foul, das kein Foul war. Und das entscheidende 1:0 fällt durch einen Freistoß, der nicht gegeben hätte werden dürfen. Ja, da waren aber dann natürlich andere beteiligt beim anschließenden Freistoß beim Tor. Unter anderem der Torschütze und der steht bei Jörg Kühne. Erste Ballberührung am heutigen Nachmittag, erster Bundesliga-Treffer. Stefan Meierhofer, wer hat Ihnen als Baby die Märchen vorgelesen? Ja, ich glaube, Märchen habe ich daheim nicht so viel von meinen Eltern vorgelesen bekommen. Ich war mehr im Betrieb tätig, dadurch bin ich groß und stark geworden. Und nein, ich habe meinen Eltern sehr viel zu verdanken und ich freue mich, dass ich gerade ein Tor gemacht habe. Das widme ich meinen Eltern heute. Die Entstehung zu diesem Tor haben Sie mir vor einer halben Minute gerade mal erläutert. Sagen Sie mir das nochmal. Ja, ein Freund von mir ist Joker, aber heute war ich halt mal der Joker. Na, die Frage kommt erst, was passt denn besser, Stefan Meierhofer oder Joker Meierhofer? Stefan Meierhofer. Das Tor hätte nicht zustande kommen dürfen, weil Kavlak eine zwar raffinierte, aber doch eine Schwalbe fabriziert hat.
Ja, es ist die nötige Spielintelligenz, die man hier und wieder haben muss in solchen Situationen, dass man dann sagt, okay, wenn man keine Chance mehr auf den Ball hat, man vielleicht einfädelt, fallen lässt, so hat er gut gemacht. Die Entstehung ist egal, der Ball war drinnen und wir haben das 1-0 gehabt. Weit und breit kein Rapidler mehr hier, alle warten auf Stefan Mayhofer in der Kabine. Was erwartet Sie? Ja, ich glaube gar nichts. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung und das 2-0 hat der Mario sehr gut gemacht und nur weil ich das 1-0 jetzt gemacht habe, wird die Mannschaft nicht auf mich warten. Wir sind eine intakte, sehr gute Mannschaft und wer die Tore macht, ist egal. Das hat man am Mittwoch sehr gut gesehen, wie gut wir harmonieren. Und ja, für mich freut es natürlich, dass ich einen Tor gemacht habe. Dankeschön und Respekt. Vielen Dank. Ja, erprobt ist er, der Stefan Mayhofer aus Interviews in Deutschland. Wollen wir uns das Tor ansehen? Da hat er natürlich das Kopfball dort gehabt. Nach genau 60 Sekunden mit der ersten Ballberührung macht er also im vierten Bundesligaspiel sein erstes Tor. Allerdings, wir haben schon angesprochen, auch bei Christian Grazey, da hat er kurzfristig die Orientierung verloren. Ja, schade natürlich, dass es seine Gesamtleistung, seine gute Gesamtleistung durch diesen schweren Fehler schmälert. Hier braucht er nicht rauskommen, hier darf er nicht rausgehen. Es waren genug Abwehrspieler hier, um einzugreifen. Er war viel zu weit vom Ball weg, da hat das Timing überhaupt nicht gestimmt. Aber Peter Backholt hat nicht nur ein System gefunden heute, womit der Sturm Graz sehr wehgetan hat, sondern er hat auch im richtigen Moment gewechselt, hat Mayhofer gebracht und hat sofort getroffen. Ich glaube, das hätten nicht alle Trainer gemacht, Harry, zu diesem Zeitpunkt, wo Rapid ohnehin schon überlegen war, auch noch Stefan Mayhofer zu bringen. So ist es. Wir haben uns gewundert, weil Rapid wirklich feldüberlegen war, weil jeder gespürt hat, dass sie vor einem Tor stehen. Das heißt, sie waren die Mannschaft, die dominiert hat und dann war es überraschend, dass er einen zusätzlichen Stürmer bringt. Ja, danach kamen 20 spannende Minuten mit durchaus der einen oder anderen Möglichkeit. Eine Szene in Minute 69 und 70 wollen wir uns herausnehmen, nämlich jene, in denen Sturm und Rapid jeweils eine Tormöglichkeit gehabt haben. Zunächst nach einer Standardsituation die Möglichkeit für Lamotte. Da haben die Sturmfans Strafstoß reklamiert. Wir sind der Meinung, das war korrekt. Nein, es war in Wirklichkeit überhaupt nichts. Muss ihn unterbrechen. Wir sehen ja noch die Zeitlupe, denn im direkten Konter hatte Rapid die Möglichkeit nach Zuspiel von Hofmann, Basiner mit der ersten Aktion, aber Brettenthaler dazwischen. Und dann sehen wir also in der Zeitlupe beide Aktionen. Es war sicher kein Elfmeter. Lamotte hätte in dieser Situation besser reagieren müssen, dann hätte den Ball schießen können. Auf der anderen Seite Basiner wieder eine große Chance vergeben. Er hatte einige große Chancen am heutigen Tag, die er nicht verwertet hat, aber die wichtigste hat er dann zum 2-0 verwertet. Wir werden uns dann noch einmal die Entstehung zum ersten Tor ansehen. Da hat es nämlich Diskussionen gegeben über den Freistoß, der zum 1-0 geführt hat. Den können wir uns dann in Ruhe noch einmal ansehen. Zunächst wollen wir aber von Ihnen noch einmal hören, wie Sie das Spiel gesehen. Ich denke, der Sieg geht völlig in Ordnung. Wir waren, glaube ich, über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wir haben erste Halbzeit schon 3-4 sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt, da in Führung zu gehen. Haben eigentlich bis zum Schluss sehr, sehr wenig zugelassen. Sturm Graz hat noch den 1-0 dann nur mehr mit langen Bälle. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn lange Bälle kommen, dass einmal einer durchrutscht. Aber ich muss ein Kompliment der Mannschaft von der reifen Leistung heute, was sie hier gespielt hat. Und vor allem, wie sie den Sieg da heute eingefahren hat. Ja, Herbert Weber hat auch gesagt, ein verdienter Sieg von Rapid. Rapid hatte auch nicht nur mehr Überlegenheit, was das Spielerische betrifft, sondern hatte auch die größeren Möglichkeiten. Wir wollen uns noch zwei Szenen ansehen, die noch vielleicht das Spiel unter Umständen auch in eine andere Richtung gebracht hätten, nämlich die beste Sturmaktion, Herbert Weber, in der 82. Minute, die gefährlichste nach diesem Eckball, Schascherschwili und Brettenthaler mit der Ausgleichsmöglichkeit. Ja, das ist für mich unverständlich. Er hat überhaupt nicht gerechnet mit diesem Ball. Er war völlig frei, das war wirklich die größte Chance des Spiels für Sturm. Aber wie schon im ganzen Spiel, Schascherschwili war nicht richtig im Spiel heute. Und dann wird man sehen, beim 2-0 auch schlecht reagiert. Also so ein Ball muss man stoppen oder zumindest gleich verwerten. So eine große Ausgleichschance. Ja, da hat man gesehen, aber insgesamt enttäuschend, dass Sturm das die einzige Torchance war. Ja, das spricht auch für Rapid, weil Rapid am heutigen Tag sehr wenig zugelassen hat. Dokic zwar nicht gespielt hat, aber nicht abgegangen ist, weil Ede ihn sehr gut ersetzt hat. Auch Kulovic für Heikkinen eine sehr gute Leistung geboten hat. Aber Boškovic, der überragende Mann für mich am heutigen Tag war. Wir sehen die Rapid-Fans und die Spieler, die sich nochmals bei den mitgereisten Fans bedanken. Peter Backholt, ja, da ist eine Mannschaft, die vielleicht nicht erste Wahl ist und dann spielt die da so souverän. Bringt es den Trainer auch ins Schwitzen, was die nächsten Aufgaben betrifft? Ich habe lieber das Problem, dass ich alle Spieler an Bord hätte. Also du musst immer tüfteln und musst da gewisse Schachzüge überlegen. Und
Ich bin froh, dass heute aufgegangen ist, auch mit der, vom System her, von der Taktik her, dass das sehr gut aufgegangen ist. Und wie gesagt, die Mannschaft hat das wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, wir wollen uns auch die Entscheidung ansehen. In der 85. Minute das 2:0 für Rapid. Entstehung war ein Ausschuss, ein weiter von Helge Peier. Und dann Heribert Weber, kurios, einerseits das Defensivverhalten von Sturm, andererseits auch das Zuspiel von Steffen Hofmann, der da von Meierhofer richtig K.O. geschossen wird beinahe. Ja, so war das sicher nicht geplant vom Zuspiel her. Meierhofer wollte den Ball zu Hofmann spielen, aber gut, der ist ein bisschen zu hoch geraten, das sieht man jetzt noch einmal. Aber Hofmann hat super reagiert und hat ihn verlängert. Und hier hat Sascaschwili wieder sehr schlecht reagiert und hat Pasina die Möglichkeit gegeben, hier das 6. oder 7. Mal in diesem Spiel abzuschließen. Und das war natürlich ein Traumabschluss und die Vorentscheidung für Rapid zum 2:0. Das Tor von Mario Pasina, da hat er wieder mal seine Qualität gezeigt. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum der Trainer ganz gerne hätte, dass er noch länger bei Rapid bleibt. Ich glaube, man sieht, welche Qualität das auch Mario Pasina hat. Und man hat ja bei Rapid ja Anspruch, immer oben dabei zu sein. Dann muss man auch Qualität in der Mannschaft haben. Man kann nicht Ansprüche stellen und hast nicht die Qualität zur Verfügung. Und der Mario ist sicher... irgendwie umstritten, gar keine Frage, aber er ist ja damals, ich wiederhole mich zum x-ten Mal, er ist ja damals in einer sehr, sehr schwierigen Situation gekommen, Hoffmann verkauft, Ivanschitz verkauft, die Mannschaft war auf dem Talwert-Situation gehabt, Pepe Hickersberger weg, ist ganz klar, dass da so eine Reaktion gekommen ist und er hätte auf einmal als teuerster Einkauf oder hätte auf einmal alles auffangen lassen und das geht nicht. Er ist halt ein Spieler, der was halt polarisiert, weil er halt vielleicht jetzt da vom Zweikampf her nicht so ein Typ ist, wie vielleicht der Kulowitz oder andere Typen, aber das Fußballerische kann man ihm nicht wegnehmen und wie er das Tor macht. Er hat ja heute wirklich, glaube ich, 3-4 sensationelle Schusspositionen schon gehabt und hätte eigentlich schon viel früher das 2-0 machen müssen. Das ist technische Klasse, wie wir sie von Pasina seit Jahren in der T-Mobile-Bundesliga kennen. Wir wollen uns jetzt den Ausgangspunkt zum 1:0 von Rapid ansehen. Diesen Freistoß, beziehungsweise das angebliche Foul von Muratovic an Kavlak. Peter Bakul, Sie sehen es zum ersten Mal. Wir sind alle der Meinung, der Veli Kavlak macht das halt, wie schon öfters, sehr geschickt, um das höflich zu formulieren. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite war es nicht viel anders bei gewissen Fouls oder bei gewissen Situationen. Und ja, Schiedsrichter hat aber wird nicht berührt. Das schon, aber wenn wir jetzt da anfangen, jetzt wird es wirklich schon. Jetzt darf man dann schon jede Situation bereden und andeuten. Und Tatsache ist, dass es kein Foul ist. Das muss man schon sagen, es ist kein Foul. Er macht sehr geschickt. Ich habe heute den Karl Dachsbacher zugehört bei Tag und Tore. Er sagt auch, bei einer war es ein klarer Elfmeter, der zweite und Streiter tut auch mit zurecht. Wir Trainer müssen sie auch für die Mannschaft stehen. Und wie gesagt, ja, aber wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass man nicht das natürlich immer wieder gezeigt, weil daraus resultierend das 1:0 für Rapid gefallen ist, ist logisch. Es ist aber übrigens, Peter Bakul, eine Tatsachenentscheidung, das heißt Sturm hat hier keine Möglichkeit, auf eine Neuaustragung zu plädieren. Da sind wir aber schon beim Thema, Sie sind in dieser Causa bis jetzt sehr wortkarg gewesen, obwohl eigentlich das Ganze auch von Rapid natürlich ausgegangen ist mit dem Antrag auf Neuaustragung. Wie sehen Sie es trotzdem, nachdem mittlerweile ganz Fußball Österreich darüber spricht? Ja, wir haben ja das Glück, dass wir in einem Staat wohnen und leben, wo jeder seine Meinung kundgeben darf, wo jeder seinen Satz dazu sagen soll. Ich habe mein Statement gegeben und das habe ich bis heute nicht geändert. Und das heißt, es ist ein schwebendes Verfahren und werden wir sehen, was nach dem Verfahren rauskommt. Aber Sie könnten auch sagen, ja, Sie nehmen das gerne an, wenn es dazu kommt. Sie könnten es zum Beispiel sagen, Sie könnten auch sagen, Sie freuen sich, wenn es gut geht, dass dann zum Beispiel Sie nicht die Meisterprämie von Herrn Bucker bekommen. Anders gesagt, warum wir unterhalten Sie über ungelegte Eier? Ja, aber das gehört dazu. Ich meine, das gehört dazu, aber meine Haltung wird sich nicht ändern. Es ist ein schwebendes Verfahren. Der Martin Bucher hat es heute auch richtig gesagt, ich habe das mitverfolgt. Ein schwebendes Verfahren und man wird dann sehen, was da dann rauskommt. Abschließend, Peter Bakul, eines können wir festhalten, Sie sind jetzt nicht mehr der heimliche Tabellenführer, sondern Sie sind der echte Tabellenführer, auch wenn natürlich Salzburg, Austria und LASK erst am Mittwoch spielen. Aber wie gehen Sie damit um, dass jetzt Rapid ganz vorne steht? Kommt jetzt der Druck plötzlich, dass man der Gejagte ist? Also wann wird Rapid nicht gejagt oder wo ist bei Rapid oder wann ist bei Rapid kein Druck? Also ich kenne Heri, hat sich alle Jahre lang genossen, also wo gibt es eine Situation bei Rapid, wo kein Druck ist oder wo nicht Stimmung ist. Es ist heute, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, wo wir die Chance gehabt haben, mit einem Spiel, mit einem Sieg an die Tabellenführung zu kommen und das, da sage ich der Mannschaft, großartige Leistung, Kompliment, dass wir eben diesen
Big Point damit da in Graz gemacht haben, mit einem 0-0-Ergebnis. Uns ist ja vor einem Spiel ja schon vorgeworfen, dreimal da jetzt oder 6 Spiele nicht gewonnen und weiß ich wie viele Spiele ohne Tore. Und umso schöner ist, wenn du dann gegen einen direkten Konkurrenten, weil man darf, auch wenn jetzt die Töne anders wären in Graz, aber es hat ja schon ein bisschen anders geklungen, dass man da hier einen wichtigen Dreier gewonnen hat. Sie können uns auch im Retourspiel dann auch nicht überholen, aber wir haben natürlich jetzt den großen Vorteil mit dem Heimspiel doch ein bisschen einen Abstand hinter Sturm Graz zu bringen. Und es ist einmal wunderbar für den Verein, für die Fans vor allem. Man hört ja noch immer ein Danke an die Fans. Dass und für wir Sie, ja, Entschuldigung, ich unterbreche, weil Sie sind in dieser Causa sehr rätselig im Gegensatz zur anderen Geschichte. Aber das stellen wir fest. Aber es ist einmal sehr wichtig, dass wir einmal ganz oben anstehen. Ja, gefährlich bis zum Strafraum, Franco Foda. Es gibt solche Fußballer-Weisheiten. Eine Weisheit, die heute auf den SK Sturm zutrifft. Ja, wir haben heute nicht ganz so gut gespielt, wie wir spielen können. Keine Frage. Wir haben die wenigen Torchancen, die wir bekommen haben, nicht genutzt. Und sind dann leider durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf die Verliererstraße geraten. Der Begriff Tatsachenentscheidung, wie viel Grauen ruft denn der in Ihnen schon hervor? Nein, darum geht es nicht. Für mich hat der Schiedsrichter sehr kleinlich gepfiffen und diese Situation war eine Schwalbe. Es muss mal eine gelbe Karte für den Kaffler geben und es gibt einen Freistoß und dadurch resultiert das Tor. Und deshalb sind wir dadurch auf die Verliererstraße geraten. Hat jeder gesehen, war die 6. Fehlentscheidung eines Schiedsrichters, die letztendlich gegen Sturm gesprochen hat. Wie viele haben für Sturm gesprochen? Ja, in den letzten Spielen nicht so viel, das ist keine Frage. Allerdings bin ich niemand, der jetzt alles auf den Schiedsrichter abwälzen will, sondern wir wurden jetzt in den letzten Spielen gerade zu Hause gegen Linz und zu Hause gegen Rapid benachteiligt, das ist keine Frage. Aber wir spielen noch nicht so gut im Kollektiv wie im Herbst und wir müssen uns schleunigst wieder auf unsere Tugenden besinnen, die uns im Herbst ausgezeichnet haben. Also insgesamt waren es 5, ich darf Sie aufklären, fordert man eine Neuaustragung der heutigen Partie? Denke ich, wird schwer möglich sein. 3 Spiele in 4 Frühjahrsspielen, 3 Punkte in 4 Frühjahrsspielen. Sturmnummer durchschnittlich? Gut, wir waren vielleicht nicht so gut, wie wir immer dargestellt wurden, wo wir Erster waren, aber wir sind auch nicht so schlecht, wie wir im Moment stehen. Wir müssen einfach wieder schauen, dass wir, wie gesagt, als Mannschaft auftreten, als Kollektiv. Und natürlich gibt es einige Dinge auch innerhalb der Mannschaft, die wir besprechen müssen. Das ist keine Frage. Das werden wir tun in aller Ruhe morgen beim nächsten Training. Sie können nicht zufrieden sein trotzdem. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Niederlagen nie zufrieden bin. Ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Aber es gibt einfach solche Phasen im Fußball. Wir haben viele Höhen gehabt in den letzten 1,5 Jahren. Und jetzt haben wir vielleicht ein kleines Tief. Und da muss man auch mit guten Nerven durch und muss immer ruhig bleiben.